Servus Leute und willkommen zu einer neuen Tour. Heute geht es auf den Hochstaufen, 1771 Meter hoch. Ja, du hast hier drei Aufstiegsmöglichkeiten im Prinzip. Du hast leichte Wanderung, du hast knackige Bergtour oder du hast einen langen, schweren Klettersteig, den Piedinger. Ich gehe mit euch heute die knackige Bergtour über den Steig Steinerne Jäger. Ja, zur Anfahrt A8, Bad Reichenhall raus und dann Richtung Wanderparkplatz Padinger Alm. Das findet ihr so im Navi. Parkgebühr fürs Tagesticket 5 Euro. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt hier losgeht. So, das ist jetzt hier erst der Wanderparkplatz Padinger Alm. Jetzt mussten wir einen Parkplatz weiter unten abparken, weil die Durchfahrt hier hoch gesperrt ist. Bei 15 Minuten, die du da länger gehst, gar kein Thema. Jetzt geht es erstmal Asphaltstraße lang, die dann nach einer Viertelstunde in etwa in den Forstweg übergeht. Und dann schauen wir weiter nach die Ausschilderung. So, wir folgen jetzt hier dem Schotterweg der Beschilderung nach. Und hier von links seht ihr schon, hier werden wir dann runterkommen. Hier wird sich die Rundtour dann wieder schließen an dieser Stelle. Genau. Wir folgen jetzt einfach hier mal den Beschilderung und suchen den Abzweig zum Steig Steinerne Jäger. Schönes Wetter ist heute, angenehme Temperaturen. Also das scheint heute eine ganz schöne und lässige Tour zu werden. So Freunde, nach einer kurzen oder knappen halben Stunde den Beschilderung folgend, biegt jetzt hier von dem breiten Kiesweg ein Steig ab. Natürlich auch ausgeschildert, Hochstaufen über Steinerne Jäger. Ja, so, dann steigen wir jetzt hier in den Steig ein und lassen uns überraschen. Der wird uns, denke ich, jetzt erstmal über durch Waldgelände hochbringen und dann irgendwann, denke ich, wird es ein bisschen felsig und kraxelig, aber das zeige ich euch. Ja, Leute, wie schon gesagt, einfaches T2 Steiggelände hier durch den Wald. So, die erste Stunde Wald haben wir hinter uns. Ja, ein kerniger T2-Steig, also schon recht steil. So, jetzt kommen wir hier an eine Ausschilderung und die sagt uns hier, da geht's hoch. Hochstaufen noch 2 Stunden. So, nach Gesamtzeit circa 1,5 Stunden, guten 1,5 Stunden, wird es jetzt steiniger. Hier vorne kommt als erstes eine Leiter. Ja, jetzt wird es luftig. Höhenmeter haben wir schon einiges gemacht. Jetzt sind wir hier auf ca. 1350 am Einstieg. Ja, dann haben wir noch 400 Höhenmeter. Ja, auf geht das. Oh Leute. Ja, nach der Leiter geht es jetzt hier nochmal im T2er, maximal unteren T3er Gehgelände weiter. Ja, ein bisschen ein trockener Fels wäre schon geschmeidig. Das hier ist alles sehr, sehr schmierig, sehr rutschig. Da dürft ihr schon aufpassen. Ja, jetzt kommen wir langsam ins T3-Gelände. Da darf jetzt auch mal die Hand an den Felsen. Die ersten leichten Kraxeleien beginnen. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ein 1 Plus ist beschrieben in dieser Tour. Schauen wir mal, wo der kommt. So, wir machen mal einen Blick zurück auf den Fuder Heuberg. Leute, da muss ich ehrlich sein, das habe ich nicht gewusst. Das hat mir Komoot verraten.
Ansonsten ist hier leider gar nichts gerade zu sehen. Schade, alles voller Nebel, der steigt gerade hier hoch. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Aussicht heute. So, jetzt habe ich euch den ersten kleinen 1er Aufschwung vorenthalten. Aber das war wirklich bloß 2 Stufen. Einmal zugreifen und ansonsten geht es hier weiter in klassischem Kraxelgelände. Mystisch, neblig. Ja, das hat schon was, wenn man nicht sieht, wo man hingeht. Ja, Freunde, das hier ist alles Kraxelgelände. Maximal der untere 1er. Den 1 Plus habe ich immer noch nicht gefunden. Ich lasse mich überraschen. Aber bisher absolut coole Tour. Ziemlich kompakter Fels. Bisschen rutschig, bisschen speckig. Aber super viele Griffe und Tritte. Also wirklich nicht besonders schwer. So, schauen wir mal weiter. Ja, mystisch mit dem Nebel. Absolut. Ja, jetzt kommt eine eventuell zweite untere 1er Stelle. Aber wirklich alles recht übergangslos hier zwischen Kraxeln und 1er, unteren 1er Aufschwüngen. So, die Passage jetzt hier vor dieser Wand lang war ein klein wenig ausgesetzt. Aber da waren einige Bohrhaken sogar drin. Ja, und jetzt geht es hier wieder gekraxelt weiter. So, jetzt nochmal auch ein ganz leichter unterer 1er Aufschwung hier hoch. So, jetzt sind wir mal hier direkt oben auf dem Grat aufgekommen. Hat schon mal jemand probiert, auf den Hochstaufen zu gehen, direkt über den Grat? Ist das überhaupt möglich? Gibt es da Erfahrung? Wenn ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Das wäre cool. Ansonsten denke ich, dass wir jetzt langsam uns dem Gipfel nähern. Jetzt tut sich vor uns diese Berghütte hier auf, oder? Ja, das ist ja schon ein Lokal. Ja, ihr habt es gelesen, das Reichenhaller Haus auf 1750 Meter. Das heißt, wir haben noch 21 Höhenmeter, 5 Minuten Fußweg. Also der Gipfel ist hier unmittelbar daneben. Ah, jetzt sehe ich durch den Nebel auch das Kreuz. Schaut es, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da oben im Nebel sieht man noch die Kontur. Ja. Ja, da geht es dann noch 5 Minuten auf und dann sind wir am Gipfel, Freunde. Nach 3 Stunden war der Hochstaufen geschafft und auf dem Rückweg geht es jetzt von der Kapelle hier runter über die Bartelmatt zur Pardinger Alm. So, nach dem kurzen Abstieg haben wir jetzt hier ein bisschen Gehgelände gehabt und auch weiter. Nach ein Stück Wegestrecke, hier geht unser Weg jetzt, hier geht der Weg weiter runter. Hier kannst du jetzt noch schnell hochkraxeln auf den Mittelstaufen. Ja, auch leichtes Kraxel, maximal untere 1er Stellen. Und dann kann man da noch schnell hin. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt mal direkt über die Bartelmaid oder Bartelmaat runter zur Pardinger Alm.
Freunde, endlich mal ein Ausblick nach dem Gipfelabstieg, was durchaus T3er Kraxelgelände war, sind wir jetzt wieder im T2er Gehgelände mit schönen Aussichten. Jetzt geht es hier den Wald runter. So, hier schließt sich unsere Rundtour. Von heute Morgen. Genau. Ja Leute, die Tour ist jetzt zu Ende. Wir sind jetzt hier wieder an unserem Startparkplatz. Dann gebe ich euch mein Fazit gleich hinten dran. Starten wir mit den Eckdaten. Der Hochstaufen 1771 Meter. Die Tour, so wie ich sie heute gegangen bin, 12 Kilometer, 1200 Höhenmeter von diesem unteren Parkplatz hier. Und von der Gehzeit her, ja, geht es mal davon aus, hoch zu 3,5 Stunden, runter zu 2,5 Stunden, das ist soweit in Ordnung. Die Tour insgesamt startet im T2, geht dann ins T3er Gelände über mit Kraxeleien und einigen leichten Kletterpassagen im, wie ich meine, unteren 1er Schwierigkeitsgrad. Das ist zwar eine 1 plus ausgeschrieben, aber ich für mein Empfinden habe die jetzt ehrlich nicht entdeckt. Aber wie gesagt, das ist nur mein persönliches Empfinden und das müsst ihr selber entscheiden. 1er Stellen sind es auf jeden Fall. Ansonsten, vielleicht habt ihr auch noch ein bisschen Glück und die Sonne scheint oben am Gipfel. Und dann habt ihr sicherlich bombastische Aussichten, nicht so eine Nebelsuppe, wie ich heute hatte. Ja, von daher soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche noch. Bleibt gesund, bis zur nächsten Tour sehen wir uns wieder. Und ihr wisst es eh, immer schön am Berg bleiben, Freunde. Also, habe die Ehre. Servus.